Warum macht der Reinimer den Power Cut? Und was das mit dir zu tun hat und mit dem Bushcraft Jamboree und so, wozu und überhaupt und sowieso, wenn dich das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ostmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Power Cut. Bei einem Messer braucht man ganz einfach den Power Cut. Und zwar aus zwei Gründen, meiner Meinung nach. Erstens, du hast viel mehr Kraft. Du hast viel mehr Kraft, wenn du den Power Cut einsetzt, so aus der Schulter raus, richtig die Schultermuskeln, also du hast einfach viel mehr Kraft, du kannst ermüdungsfreier arbeiten und das ist schön. Und das zweite ist, warum ich den so gern habe, ist, ich habe ein Karpaltunnelsyndrom. Das heißt, wenn ich hartes Holz habe, wenn ich irgendwelche Äste habe, die ich durchschneiden muss, dann tue ich mir da ganz einfach schwer und mit dem hier geht das großartig. Daraus habe ich einen Running Gag gemacht. Also den Power Cut ist natürlich nicht meine Erfindung, sondern ich habe mir das auch abgeschaut, logisch, ganz klar. Aber warum ist der Power Cut so cool? Weil du musst das einfach einmal probieren. Schultern nach unten, vor der Brust, wie beim Bogenschießen, aufziehen und zack. Musst du ausprobieren, das ist wirklich eine coole Sache. Und daher kann ich nur jeden, der mit Messer irgendwie Bushcraft, Survival technisch irgendwie unterwegs ist, ich kann hier jetzt viel kontrollierter arbeiten, ne? Aber wenn ich einfach nur durchfetzen will, schnell Material abarbeiten will, kann ich das jedem empfehlen. Bushcraft Survival Training, super Sache. Was hat das mit dem Bushcraft Jamboree zu tun und mit der Möglichkeit für dich etwas zu gewinnen? Also das Bushcraft Jamboree findet irgendwann, ich glaube 3. bis 5. oder so irgendetwas. Gebe da unten den Link auf die Webseite vom Bushcraft Jamboree von Matthias Busch. Und das findet im Mai statt. Ich werde auch dabei sein in Deutschland. Schau dir das Ganze einfach an. Und der Matthias Busch hat mich gefragt, René, bei diesem Bushcraft Jamboree, es ist nicht nur so ein Festival, so gar nicht, aber da gibt es Kurse und es sind auch Leute da, die aus Alaska eingeflogen werden, also Leute, die wirklich Ahnung haben über Bushcraft und Leben in der Natur und Überleben in der Natur. Und er hat gesagt, René, was gehört? Der Felix Simler ist dabei. Ich glaube, dass die Vanessa Blank kommt. Und schaust du einfach an, wirklich eine ganze Menge Leute. So. Und ich darf auch anwesend sein. Und dann hat mir der Matthias Busch gefragt, hey, möchtest du nicht einen Kurs geben? Und ich habe mir gedacht, muss ich schon wieder arbeiten? Muss ich eh andauernd arbeiten? Da fahre ich auf den Bushcraft Jamboree, möchte ich mal Ruhe haben. Ernsthaft. Und habe gesagt, lass uns was anderes tun. Lass uns eine Challenge machen. Und zwar, ich werde dort sein. Und wenn du auch mit dabei bist, wie gesagt, gib da unten den Link. Ich habe nichts davon, ich kriege dafür nichts, ist kein Geld, sonst irgendwas. Also es ist gar nicht mal billige Eigenwerbung eigentlich. Ich mache dort mit dir die Power Cut Challenge und das bedeutet folgendes. Beim Power Cut muss man ja auch das Gesicht verziehen. So. Und wer am dämlichsten beim Power Cutten aussieht, ich bin die einzige Jury, also ich entscheide das, wer am witzigsten, originellsten den Power Cut macht, der gewinnt einen Preis, einen coolen Preis, den ich jetzt noch nicht verraten werde. Es wird wahrscheinlich ein Messer von mir sein und das T-Shirt der ärgste Powercutter bei René Rossmann. Also schau, das ist natürlich trotzdem ein billiges Eigenwerbevideo, klar. Komm vorbei und mach den Powercut am Bushcraft Jamboree Anfang Mai von Matthias Busch. Gibt da unten den Link dazu und ich glaube, dass es das aber jetzt war. Teil das Video und alle anderen, die auch vielleicht, wenn du irgendjemanden kennst, der auch Bushcraft und Survival verrückt ist, dann schaut's dort mal vorbei. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich natürlich auch den Link zu all meinen Produkten, die es gibt, Universalfeuerstahlhalterungen und all das ganze Zeug. Das war's. Ich verspreche, das war's. Beim René Rossmann. Bushcraft Jamboree und Powercut. Yeah.